Vorbereitung. Also. Chrono, wollt was raus? Trank rein. Mongoose. Arcane-Elixier. Rüstungselixier. Wenn ihr seht, dass mein Drachenhut im Chili abläuft, bitte, bitte Bescheid sagen, ja. So. Habe ich alles drinne? Sieht gut aus. Mal sehen, mal sehen. Wenn ich jetzt sterbe, ist doof. Wie, ich werde jetzt hier vom Mob one-shottet. Mach ihn weg. Boah, er hat bestimmt Angst gehabt gerade. So, liebe Leute, habe ich 6% Hit? Jo. 40% Crit habe ich fast, ne? Junge, Junge, mit dem Schwert. Meinst du Lippen? 5, 4, 3, 2. Ich werde ein bisschen chillen, weil wir haben einen Warrior Tank. Bin nicht sicher, wie der seinen Akku ballert. Aber es ist wohl okay. Aber geht. Habe ich Nervlut passen gehabt? So. Ich habe ein bisschen Bammel. Ich habe immer Angst, sowas drauf zu hauen. Ich immer denke, okay, der dreht sich gleich rum dann, ne? Sustain reinmachen. Perfekt. Immer Angst, der dreht sich um. Hand auf der Stoß, die Wunden überwältigen. Hand auf der Stoß, Nahkampf. Irgendwie hat mir 17k Nahkampf-Damage gefehlt. So, nächster Boss habe ich immer ein bisschen Bammel vor. Immer ein bisschen Bammel, weil irgendwie mit dem Gift, ich komme nicht klar. Ich check nicht, was er macht. Das ist immer Geraffel bei dem. Oh, ich hätte einen Rage-Pot ziehen können noch, ne? Naja. Nächster Bund mich auf jeden Fall fetten. Akku war fein, ja. Der Warrior tankt den Gladi-Stancer. Am besten für sowas hier spöttischer nehmen. Ne? So. Alpha hat. Ja, doch. Immer noch schleimig sind. Schleimig sauen, sehr schön. Also Milis machen diese Seitendinger, right? Ich fokus mich da ein bisschen drauf. Wenn da drinnen steht, diese Seitendinger kaputt hauen, richtig? Ja, wir müssen ja die Stadt und töten. Hm.
Leute, ich werde gleich wieder so wegsterben, ne? So. Das haben wir noch, ne? Aber diese Seitendinge hat der Hunter im Video mitgemacht, ne? Also der Melee-Hunter wirklich. Okay. Na, zwangs. Ja, gut. Ich habe Angst, Leute. Ich habe Angst. Achtung, Lilly. So. Und wir müssen feppen hier. Wir brauchen eine. Fat Clown, Tode. Fat Boy Narc. Das ist ein Pull, das. Ne. Wir müssen. Es ist gepult. Jetzt weghauen, oder? Cool. Ich habe so Angst bei dem Boss immer, ne? Ich habe so Angst bei diesem Boss, Leute. Immer Bammel. Ich habe drei Sekunden war ich out of range, weil ich so Schiss hatte vor diesem Gift. Ich war out of range, stand da rum. Junge, Junge, ich hasse den Boss. Das ist der schlimmste Boss, den es bisher gibt. Finde ich persönlich. Und am besten, wenn der Boss rauskommt, immer dem Boss entgegenlaufen, nicht den Boss zu uns kommen lassen, dass der direkt weg ist von den anderen Viechern. Also immer alle in den Boss reinrennen, wenn er rauskommt. Geh mal Death Stance hier, vielleicht. Ich warte mal ein bisschen. Dorn, Achtung! Dispel, Dispel. Der hat diese super Axt. Kriegst du den? Passt auf mit der Bombe, dass sie nicht bricht, die anderen Dinger. Hier, nächste.
noch eine Äxte kommen? So, das lief doch okay. Okay. Konsum ist aber noch drinnen, ne? Blaslo noch nicht. Da raus. Obwohl, Helm kann man usen. Wir so machen. Ein Bossfight, weil wir haben den Helm so noch nicht fertig, ne? So. Ich glaube, wir haben gepult, oder? Okay, weil hier ist es wohl, wenn man neben dem Boss ein bisschen steht. Wenn dieser Knockback kommt. Fliegt man wohl relativ entspannt daneben vorbei. Anscheinend. Wenn man sich hier so hinstellt. Ach nee, warte, was? Genau, so an der Seite. Dann fliegst du wohl immer nicht dran. Und nicht vorbei, so ein bisschen. Mockingblow vielleicht? Diva. Ah, wir haben alle Diva bekommen. Ne? Super, ja. Ich werde mal ein Ding usen. Ich werde aber mal einen Pot nehmen. So, Schild wollen? Schild wollen? Die Glinde nimmt jetzt hier Traumsense-Ding, den großen. Beware. Ja, dann gehe ich jetzt auf den kleinen. Okay. Ich jetzt gehen wieder zurück zur Rando. Hab ihn. Digi, ja. Ich bin fast ins Loch reingeflogen gerade, ne? Bin ich noch geheilt? Achtung wegen Range, wenn ihr näher dran seid, fliegt ihr weiter. Der dreht sich so dumm da. Boah, krieg ich noch einen Heal? Nee. Gar nicht mehr bekommen. Das tut weh. Der Heal wollte nicht mehr. Wie gesagt, wir haben heute so viele Lore-Ausfälle und so. Na, alles fein. Aber bis hierhin war cool, muss man sagen. Tschüss Schaden, ja. So schnell geht's. Genau, du kannst neben dem Boss stehen. Ja, wenn der Boss hier ist, dann kannst du so neben dem stehen. Und dann fliegst du hier so rüber. Hier rechts rüber. An dem ganz knapp vorbei. Also kannst du dich immer links daneben stellen, wenn er außen getankt wird, und dann fliegst du am Loch vorbei. So, neue World Buffs, neue Consumables rein. Genau, ich glaube, es geht beide Seiten. Ich habe beide nicht ausprobiert, aber die eine geht auf jeden Fall. So.
Aber wie gesagt, wir haben heute auch einen Aushilfstank und so weiter. Main Tank ist nicht da. Normalerweise tankt der Warlock das durch und dann ist gar kein Problem. Jetzt wird ein Geraffel ein bisschen. Mal gucken. So. Ah, jetzt nicht schlimm, wenn wir sterben. Wie sie gut. Ich glaube, Fury ist geiler, Leute. Vom Gameplay her. MS ist nice, aber... Ein Geist auf mir. Ein bisschen Problem jetzt mit Aoi-Akone. Es ist so krass, wie gut. Also du merkst richtig, wenn kein Warlock-Tank dabei ist. Also der Unterschied zwischen Warlock-Tank und Non-Warlock-Tank ist so insane. Also jeder Raid, der ohne Warlock-Tank spielt, der verpasst was, sag ich das. Palatank könnte wieder auch noch gut sein. Aber Warlock-Tank ist wirklich für mich Non-Plus-Ultra, glaube ich. Habe ich nicht sogar ein Deep-Prot-Spec? Nee, ich habe ein PvP-Spec. Was habe ich verloren an Crit? 20%. Die Lümmel. Die Frage ist. Weil der Dings hat keine World Pass mehr, ne? Doch, hat er noch. Okay. Na, Chili gönne ich mir nicht. Nee, nee. Ich habe auch meine. Ach, gut, doch, ich habe den drin, ne? Ich muss mir Chili gönnen. Vielleicht. Ich habe eh schon Spellpower Flask drin. Dann kann ich auch einen Chili nehmen. Also erstes Mal haben wir nichts geused. Als wir erstmal hier drin waren, haben wir keine Tränke geused. Wir können ja auch komplett zurückpulen. Ne? Vielleicht. Oh, oh. Ich habe noch Zepper. Na, war ja ein Antruder.
So, ich glaube, wir haben jetzt alles drin, ne? Ja. Na, wir nehmen hier noch einen Kalamaris. Kalamaris, Kalamaris. Was kosten die Dinger jetzt? 2 Gold 50, holy moly. So. So, so. Battle schaut noch einmal nach, wenn du hast. Niemand. Dankeschön. Let's go. Na, das tut natürlich weh grad. Schön viel parieren und alles. Hat er den zweiten Jahr, ne? Warum bin ich eigentlich gerade Tank gerankt? Bin ich wild. Deine läuft ein bisschen random rum, wa? Wattengeraffel. DBM Update? Ne, das ist ein Wiegauer. Dann mal hol ich jetzt noch World Buffs. Das wird gut pumpen, ne? Disband, Pörzchen oder so. Dick gegen Heal. Ah, ich hab Rand wieder gedroppt. Man merkt so halt den Unterschied zwischen World Buffs, ne? Shielded. Ah, der Boss, den finde ich, der ist okay. Der darf drinnen bleiben. Ah, die Mobs kommen ja lang. Was ist hier noch drinnen? Fläschchen. Oh, ich habe meinen Mist gar nicht gelöst. Ah, ne, hatte ich gar nicht drin. Dann spare ich mir gleich für Iranikus auf. Digga Sleep. Ich find's aber ganz cool, muss ich sagen, dass der Trash erst spawnt, wenn du die Bosse down hast. Du kannst ja nicht pre-clearen und so für Speedruns, ne? Zumindest nicht effektiv. Ich
Denn das sollten sie beibehalten. Erst wenn Mob down ist, kommt der Trash. Ich geh mal auf den Mob hier. Oder Burst. Irgendwie hat mein Execute kein Weaving Strike drin, oder? Ein guter Stack. Was ist denn der nächste Boss? Das ist hier mit dem Runterrennen, ne? Aber was mich dann was mich gespannt macht, wie wird die Aggro sein? Wie wird der Damage sein? Im Raid gesamt gesehen. Nicht pro Boss, sondern gesamt mit Trash. So. Ich bin nur erstmal zum Spotten, gell? Na, dann ziehe ich mal meinen Stoffgürtel aus. So. Chili noch rein, wa? Ich muss leider jetzt ein bisschen reintaunen. Wir haben zu viele Buffs verloren gerade. Normalerweise hätten wir es gemacht, dass wir einfach nur runtergehen und den One-Shot, den Boss. Wie viele Stacks wir soll er haben für einen Uptown? Okay, sag's dann Bescheid bei 3 Stacks, gell? So. Jetzt. Beware. Wird der Preis sein, ja. Linda hat jetzt zu. Ja, null gerade. Ein Stack. Ich hab noch gar keinen. Jetzt habe ich zwei Screenbüsche ins Gesicht. Wann geht er nochmal 30, ne? 35 oder?
Battleshot noch einmal nachpuppen. Einmal hier rüber. Kein Battleshot, Leute. Na gut. Ging aber trotzdem. Gab das kein Loot? No Loot, Leute. Oh, ich habe einen Soulstone, nice. So. Dann. Irgendwas Gutes drin, ey. No guter Loot, leider. Ross, danke für ein Follow, Rossmann. Wunderschön. Mhm. Mhm. Wie macht man den Ranukos am besten? Einfach umhauen. Also alle Minis gehen Melee-Range, ganz nah ran. Du tankst ihn über den Dingern. Du haust ihn um. Und wenn du sleepen musst, geht's in Sleep-Sand, aber das kommt einmal eigentlich. Rangers stacken in der Gruppe, gehen immer rüber mit dem Poison vom Regen. Und später muss er da wegblasen. Die letzten 10% sind Graffel. Ja, mal gucken, ob wir das First Rush schaffen. Ja, sonst kannst du es gleich mal gucken. So, habe ich noch Diamond 3 Minuten. Warum nimmst du jetzt Kriegerelixier, der Feuer macht? Und da kann es Elixier. Weil das stackt mit Regen Buff Chili. Also dieses Chili macht ein bisschen mehr Damage dann. Also es ist ein DPS Increase von 3 DPS oder so maximal. Eigentlich. Na gut, gucken wir mal. Eigentlich sollte es passen, ne? Mit Diamond Flask. Unser Top DBS ist einfach gewonshottet. Ja, muss ja wirklich echt warten, bis der Akku hat, ne? Ja, schön rein die Milis bei so einem. Dann müssen wir mal weiter. Jetzt kommen.
Ich weiß nicht, ob ich Interrupted habe. Ich glaube nicht, ne? Gift muss ich da runternehmen, fett. Ja. Oh. Das war nicht gut. Hast du Death Stance gerade? Elixier, um das Chili zu buffen, ist auch Triad seine Mutter. Ja, aber was willst du sonst mit deinem Gold machen? Wenn ich sleep, dann sleep. Tank auch, tank auch. Ich nehme ihn dann gleich. Ich nehme ihn nicht mehr. Ich habe kein Schild, aber nicht. Ich bin gut stellen, glaube ich. Kommt darin noch Tankspot? Ich dreh den kurz ein bisschen, Achtung. Ich habe echt Akro-Probleme, sorry. Ich dreh wieder ein kleines Stück. Ich habe zwei. Mal spöttischen. Ja, normalerweise ist es sauberer, aber wir waren heute nicht so eine crazy Gruppe. Wir haben ein bisschen Personalprobleme, sage ich mal, gehabt. Noch mit dem Boss gestorben. Ja, im Endeffekt brauchst du als Warrior, du musst taunt, Mocking Blow, taunt und dann hast du vielleicht Vorsprung, aber halt. Ist das für irgendjemanden gut? Die Vigor bei den Debuffs und Raid Uniframe so leuchten lassen. Das ist die Foggy Vigor. Müsste das mit sein. Müsste das hier mit sein. War das das ganze Pack, ne? Also komplettes Raid Interface. Er hat mich mitgenommen, ja. Das Schwert ist gut für Milihander, das stimmt ja. Aber jetzt nicht mehr bis. Die Faustwaffe wurde gebufft. Also. So, auf jeden Fall ein Update, das stimmt. Das war seine Rache.
Also zur Not kann ich auf den Rogue loggen, dann nehme ich halt diese ID, nicht keine Rogue-ID mit und dann gehe ich gleich mit Shaman mit oder so. Weil der Shaman hat keine World Boss oder irgendwas, ne? Ja, dann skippe ich eine ID mit. Na gut, so ist potenzielle Faustwaffe, ne? Leute, wir haben niemanden, der die Quest hat. Ich hab's auf dem Schurken, aber... Okay, heute doch kein Rogue Raid. Warte, wir müssen Enhancer raiden. Jo. Der Rogue wird leider geditcht, weil ich muss das Ei beschwören, habe ich halt... So. Tut mir leid, Leute. Ja, kein Rogue Raid. Wir gehen mit den Enhancer gleich rein. Danach. Rogue erst nächste Woche. So. So, wir machen das Ei raus. Und meine World Buffs. Ich habe meine World Buffs. Wo sind meine World Buffs? Nein. Na toll. Ich habe leider meine Kombo-Punkte nicht mehr in meiner Weak Aura. Was ein Geraffel. Nachdrecken. Ding Strike. Tauch mal direkt rein und mach spöttischer Schlag und so. Ist das noch so, dass wenn man Execute drückt, in Venom, dass man Rage braucht schon, ne? Ich glaube, ich werde immer auf 60 Energie warten, glaube ich. So. Ashok ist chillig. Keine World Buffs drauf. 600 DPS mit so 40er Waffen. Ich habe immer noch BFD hier an das Überleben. Ne? Ich hab immer noch BFD hier.
Also dafür finde ich Damage gut. 600, keine World Buffs. Geos BFD. Durchaus Gnome. Womit? Ah, ich muss irgendwie diese Weak Aura, die muss ja weg. Da ist zu viel Gerappel in der Mitte. Aber dieser Speck ist sehr entspannt. Im Endeffekt drückst du nur Dings um Dings. Also Envenomer und Mutilate. Naja, aber leider ist jetzt die Reddit gone mit dem Schwung. Ah, clean. Oh, nice. Sehr gut. Erste Force Wave ist drin. Leider die Main Hand, ne? Nicht so geil. Nee. Und du kannst Offhand für die 2-6er tauschen. Hier. Wie war der? Clown, glaube ich, ne? Hier. Ape? Ist Ape Clown? Dann der Clown. So. GG's. Das war der Raid, Leute. Ein bisschen geraffelt, das ging aber. Ja. Lootmäßig nichts mitgenommen.